Abend, meine Damen und Herren. Das war ja eine lange Einführung. Schön. Herzlichen Dank. Es geht vordergründig um Bier. Ich wurde vorher schon mehrfach gefragt, wie denn das sei mit dem korrekten Einschenken. Das ist nicht mein Anliegen. Stellen Sie sich vor, ich würde behaupten, ich könnte Bier korrekt einschenken. Da hätte ich die Hälfte der Stuttgarter Bevölkerung gegen mich. Weil hier ist Kompetenz im Saal und auch Kompetenz in der Stadt. Also ich möchte Ihnen nicht irgendwie beibringen, wie man richtig oder falsch oder sonst wie einschenkt, sondern so eine kleine Geschichte, Hintergrundgeschichte erzählen. Und das ist beileibe keine Wissenschaft von der Forschungsfront, sondern das sind mehr oder weniger alltägliche Dinge, die man schon im Grundstudium lernt. Aber schadet ja nichts, wenn man sich die Dinge mal ein bisschen genauer anguckt. Ja, ich wurde gebeten, am Anfang mit Ihnen eine Zulassungsklausur zu machen. Die müssen Sie bestehen, sonst müssen Sie wieder raus. Dazu erlaube ich mir hier gerade einen Moment, ein paar Bilder zurückzugehen. Und ich beziehe mich hier auf ein Lexikon, das ist schon etwas betagt. Und da hat es einen ganzen Haufen politisch unkorrekte Sprüche drin und das gefällt mir einfach. Also es ist eine ziemlich heftige Geschichte und ich werde Sie dann fragen, welche Option es gibt. Zu jeder Frage gibt es 4 Optionen und da bitte ich dann einfach um Zuruf und werde dann am Ende entscheiden, ob Sie die Zulassungsklausur bestanden haben. Also das ist der Hintergrund und die Zitate, die stammen aus dieser Klausur. Wir fangen an. Wie lautet der Kommentar zum Weißbier von Sanwald in diesem Lexikon? Die Fragen sind immer geordnet von katastrophal bis sehr gut. Also das Erste wäre diese Beschreibung. Nummer 2 wäre diese Geschichte hier. Nummer 3 und Nummer 4. Also ich bitte jetzt um kräftigen Zuruf. Ich entscheide dann nach der Lautstärke des Saales. Nummer 1, käsiges Verwesungsaroma. Ah, ich sehe, es ist Kompetenz im Publikum. Kuttig im Finish ein bisschen verstockt, ich höre. Durchzieht geradlinig den Mundraum. Oder herzlichen Glückwunsch. Na, also wir sind doch schon ganz gut unterwegs. Wobei ich hinzufügen möchte, einmal ist dieses Lexikon, das wurde nicht wieder aufgelegt, offensichtlich wegen diesen Kommentaren, die sind also doch etwas politisch unkorrekt und was die Verlässlichkeit der Aussagen anbetrifft, da werde ich dann am Schluss auch noch ein bisschen was dazu sagen. Zweite Frage. Wie werden die Biere von Schwabenbräu in diesem Lexikon beurteilt? Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Also, ich bitte wieder um Zuruf aus dem Saal. Horror und Eklepein. Nummer 2, Körperkontakt mit das Echte vermeiden. Nummer 3, metallisch in Richtung voll schlank. Und Nummer 4, großes Lob. Aha, ich sehe, es ist hier doch Kompetenz. Also das sind die richtigen Lösungen. Richtig wohlgemerkt, das sei dahingestellt. Wie werden die Biere der sauerländischen Brauerei Warsteiner in diesem Lexikon beurteilt?
So, ich bitte um Zuruf. Der Amselfelder unter den Bieren schmeckt wie am Morgen danach Eigenurin und Gediegenheit von nie geschmeckter Brillanz. Nun, die richtige Antwort ist diese hier, richtig in Anführungsstrichen. Ja, dann noch eine kleine Frage, ein Zitat, wo es auch ums Biertrinken geht. Wenn es sofort gehen sollte, wie es den Anschein hat, so wird man nach 2 oder 3 Menschenaltern schon sehen, was diese Bierbäuche und Schmauchlümmel aus Deutschland gemacht haben. Wer hat's gesagt? Goethe? Heine? Marx? Oder Bismarck? Ja, ich höre so ein bisschen Bismarck. Also gut, beim ersten, der könnte das vielleicht sein, der Heine, der hätte sich nie im Leben so plump ausgedrückt. Der hatte eine viel spitzere Zunge. Der hat andere Sprüche geklopft. Das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk den großen Lümmel. Das war Heine, der hätte nie so einen Satz geschrieben. Der Marx, der war selber Trinker, zusammen mit seinem Freund Engels. Bismarck könnte sein. Also, Goethe, bitte um Zuruf. Schweigen, Heine. Marx, Bismarck. Ha, falsch. Oh, Entschuldigung. Das war ein Bild zu schnell. Das hat der Goethe gesagt. Ja, der war manchmal schon richtig knorzig drauf, also gar keine Frage. So, gut, doch Obacht. Die Objektivität der Verfasser dieses Lexikons. Die Gretchenfrage ist ja wirklich, was haben die für eine Einstellung zum Weißbier? Die äußern sich nämlich in der folgenden Art und Weise über Weißbier. Und damit muss ich sagen, haben sie es bei mir verschissen. Weil das sind passionierte Pilztrinker und dem Pilztrinker als solchem, dem ist erfahrungsgemäß nicht zu trauen. Also... das stellt natürlich die Glaubwürdigkeit aller anderen Aussagen auch in Frage. Nun gut, ich fange jetzt wirklich mit dem an, zu was Sie eigentlich gekommen sind. Also, es geht um die fluid- und gasdynamischen Grundlagen des korrekten Ausschanks von Hefeweißbier. Ein Experimentalabend. Auf die Idee mit dem Experimentalabend, da hat mich mein Großvater Alfred gebracht, der hier zu sehen ist, zusammen mit meiner Großmutter Sophie, in den 20er Jahren. Und die haben Experimentalabende veranstaltet. Da hat mir mein Opa in sehr, sehr bewegten Worten drüber erzählt und da dachte ich einmal, das muss ja damals richtig Freude gemacht haben und zum anderen könnte man die Sache ja durchaus auch mit etwas mehr wissenschaftlichem Anspruch wiederholen und man sieht ja, der Saal ist krachvoll. So, aus was bestanden diese Experimentaler? Mein Großvater, der war beim Reichsbanner. Das war so sozusagen die in den 20er Jahren die Freizeitorganisation der Sozialdemokraten in der damaligen Zeit. Die haben sich hauptsächlich mit Nazis geprügelt, Saalschlachten. Und meine Oma, die hat den dann zusammengefügt mit Nadel und Faden, wohlgemerkt, und Essig als Desinfektionsmittel. Weil so richtig wohlhabend waren die damals nicht. Er war Malocher bei der Post, hat er Getriebe vom Postlastwagen repariert. Und zur Freude der Arbeiterschaft veranstaltete also das Reichsbanner hin und wieder einen Experimentalabend. Und von einem hat mir mein Opa berichtet und das hat mir als Knabe ungeheure Freude bereitet. Denn einer, der fand statt, oder die fanden statt in der Gaststätte zum Paradies, in der Blinzer Vorstadt in Esslingen. Eine kleine Kneipe, die gibt es glaube ich auch gar nicht mehr, ich habe nicht nachgesehen. Und der Experimentalabend bestand also darin, dass
dann die deutsche Arbeiterschaft auf die Bühne musste. Dort war ein Tisch aufgebaut und da wurde also einer nach dem anderen auf den Tisch gebeten. Er musste die Hose runterlassen, sich hinknien auf den Tisch und dann wurden deutsche Arbeiterfürze zur Zündung gebracht. Und dabei ist das eine oder andere Afterhaar versenkt worden, gut. Und das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt. Und von daher denke ich, ein Experimentalabend im Wirtshaus ist immer interessant. Man kann immer eine Kleinigkeit dazulernen. Und deswegen sind wir jetzt hier. So, jetzt kommt aber zunächst mal, bevor ich hier anfange mit Einschenken, ein paar theoretische Grundlagen, die Sie wissen sollten. Nämlich, es geht um laminares und turbulentes Fließen. Das ist jemand, der studiert, Maschinenbau oder irgendwelche Ingenieursfächer, da ist es wirklich gängige Geschichte. Das ist wahrlich nicht von der Forschungsfront. Auch Geologen gehen sehr häufig mit solchen Strömungszuständen um. Und laminar bedeutet einfach, dass die Partikel, man hat hier zur Erläuterung, man hat da also dem Wasser hat man winzig kleine Aluminiumsplitter beigefügt und damit kann man die Art und Weise, wie das Wasser strömt, sichtbar machen. Deswegen glitzert es so. Und beim laminaren Fließen, da sehen Sie, dass die Partikel sich in parallelen Bahnen bewegen. Und beim turbulenten Fließen, beispielsweise hinter einem Hindernis, da kommt es zu Turbulenzen. Der Ausdruck turbulent ist sicherlich allen geläufig und turbulentes Fließen bezeichnet diesen Strömungszustand. Und das ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und von der Dichte des Materials. Also je dichter ein Material ist, desto weiter wird dieser Punkt, wo ein Fluid von den laminaren in den turbulenten, chaotischen Strömungszustand übergeht, wird er hinausgeschoben. Man hat hier dieselbe Flüssigkeit genommen und dann das Wasser gezwungen, durch eine Siebplatte hindurch zu gehen. Dadurch wird die Strömungsgeschwindigkeit erhöht und siehe da, es kommt dahinter zur Verwirbelung. Also laminares und turbulentes Fließen. Nun hat das Wasser ist da schon ein faszinierendes Fluid und hat verschiedene Strömungszustände. Strömungszustände, die wir ganz einfach beschreiben können, indem wir hier auftragen die Geschwindigkeit der Strömung, und zwar in Metern pro Sekunde. Und Sie sehen, das ist exponentiell. Also hier 0,01 Meter pro Sekunde und da oben 100 mit 100 Meter pro Sekunde. Das kommt ja in der Natur kaum vor, da sind wir also schon ziemlich weit oben. Und unten tragen wir auf die Tiefe des Strömungskanales. Also auch wieder hier 0,01 bis 100 in Metern. Und diese beiden beschreibenden Faktoren, die spannen ein Feld auf, dieses Feld ist das laminar-subkritische, also ruhiges Fließen. Laminar parallel, die Bewegungsbahnen der Partikel sind parallel und das ist ruhig. Genauso gibt es auch ein turbulentes Ström, das nicht sehr, sehr chaotisch ist, sondern eher ein ruhiges, turbulentes Fließen. Das nennt man turbulent-subkritisch. Und dann gibt es einen Strömungszustand, der in der Natur kaum verwirklicht ist. Keine Sorge, ich zeige es Ihnen gleich, um was es dann da geht. Den nennt man laminar überkritisch und schließlich einen letzten, der ist turbulent überkritisch und dem hält nichts stand. Also das ist dann wirklich eine sehr heftige, reißende, schießende Strömung. Nun, das erste Feld, das ich mit Ihnen besprechen möchte, um Ihnen ein Beispiel zu zeigen aus der Natur, das sind diese beiden Felder, also ruhiges Fließen. Ganz ruhig ist in der Natur kaum verwirklicht, also wirklich laminar-subkritisch gibt es eigentlich kaum, im technologischen Bereich sehr wohl, aber in der Natur kaum.
Was aber sehr häufig ist, das ist turbulenzsubkritisches Fließen. Ein Beispiel dazu, ein Fluss bei schönem Wetter, ein großer, schöner Fluss mit großen Schlingen hier bei schönem Wetter und man sieht diesem Bild schon an, der fließt verhältnismäßig ruhig. Es handelt sich also hier in aller Regel um eine turbulenzsubkritische Strömung, die nicht reißend ist, sondern ruhig. Punktuell kann es auch mal laminar subkritisch sein, aber das ist in der Natur doch sehr, sehr selten. Ja, das ist also dieser turbulent unterkritische bzw. laminar unterkritische Strömungszustand. Jetzt gehen wir in dieses Feld, wo ich Ihnen vorher sagte, das ist in der Natur verhältnismäßig selten verwirklicht. Aber man kann das nachvollziehen an jedem Strand. Vorausgesetzt, es kommen einigermaßen kräftige Wellen an. Sie sehen, die Wellen brechen sich. Und was die dann machen, das ist jetzt hier bei Ebbe fotografiert, damit das auch alles schön rauskommt. Bei Flut wäre der Wasserstand viel höher. Also diese Wellen brechen sich und dann schießen die den Strand hoch. Das hat schon jeder gesehen, der mal irgendwo an einem Strand war. Das ist dieser Strömungszustand. Laminar überkritische Strömung gibt es also beispielsweise an Stränden, wo das Wasser da so hochschießt. Und wenn Sie mal in den Ferien wieder an einen Strand fahren, dann legen Sie sich einfach bäuchlings auf den Strand und schauen Sie zu, was da passiert, nachdem die Welle sich gebrochen hat und der Schwall den Strand hochschießt. Das ist laminar überkritische Strömung. Vorne frontal kann diese Strömung sogar auf einem Luftpolster gleiten. Das sieht man alles, wenn man sich hier so mit dem Kinn auf den Sand legt. Da wird man nass dabei, aber dazu ist man ja schließlich irgendwo am Strand. Laminare Strömung macht auch laminare Schichtung, was man hier ganz deutlich sehen kann. Überall dort, wo man den Sand da aufbaggern kann, um Strandburgen oder sonst was zu bauen, da ist der Ausdruck dieses Strömungszustandes zu sehen als laminare Schichtung. Aber das ist, wie gesagt, eher die Ausnahme in der Natur. So, und dieser turbulent überkritische Zustand, der also richtig, richtig heftig ist, der ist in der Natur häufig verwirklicht, und zwar beispielsweise in solchen reißenden Gebirgsflüssen. Eine solche Strömung, die kann richtig große Gewölle bewegen. Die anderen Strömungen, diese unterkritischen, naja, da ist man froh, wenn die mal ein winziges Sandkörnchen bewegen können. Aber eine solche Strömung, die ist dazu imstande, wirklich grobe Gerölle zu bewegen. Also das ist dieser turbulent überkritische Zustand. Und jetzt kommt noch etwas dazu, denn das Weißbier ist ja nicht nur eine Flüssigkeit mit einem hohen Wassergehalt, sondern es ist auch eine Flüssigkeit mit einem hohen Gasgehalt, Kohlendioxid. Und beim Einschenken, wenn es schief geht, dann liegt es daran, dass, wenn man nicht aufpasst, dann entmischt sich das im Wasser gelöste Gas spontan. Und zwar immer dann, wenn wir in einen überkritischen Strömungszustand reinkommen. Und dann schäumt es über. Ich werde es nachher gleich zeigen. Also, die spontane Entmischung von Flüssigkeit und von Gas, das ist das Drama, das Sie alle kennen mit den Sektflaschen. Wenn man nicht aufpasst, der Korken knallt schön raus und dann schäumt der ganze Flascheninhalt raus. Das passiert meistens dann, wenn die Flasche zu warm ist oder wenn man sie ein bisschen schüttelt. Also da kann man das im täglichen Leben erleben, diese nicht gewollte Entmischung von Flüssigkeit und Gas. Nun, da gibt es auch wieder in der Natur ein wunderbares Beispiel dafür, wann und wie sich das Gas von den Flüssigkeiten trennt, wenn es sich entmischt. Und das ist der Vulkanismus. Hier, ein programmatisches Bild dieser Ejakulator-Jökull da in Island, der also eine gewaltige Säule produziert, eine Mischung aus Gas und Staub. Und das liegt daran, wir haben eine Magmenkammer im Untergrund, da herrschen turbulente Verhältnisse. Wenn der Gasdruck in der Magmenkammer sehr groß wird, dann
haut's oben einfach irgendwann den Tropfen raus. Wenn der Gasdruck größer wird als der Druck des Gebirges drüber, dann haut's den Tropfen raus und es kommt zu einer spontanen Entmischung hier. So, also das ist das Niveau, in dem dann in dem Augenblick, wo es wie eine Sektflasche spontan aufgemacht wird, kommt es zur Entmischung des Gases durch Druckentlastung. Der Druckentlastung ist der entscheidende Vorgang, spontane Druckentlastung. Und dann kriegen wir hier, Entschuldigung, die Feinmotorik, aber gut, ich habe es im Griff, dann bekommen wir eine solche Aschewolke. Und die kann ein paar Kilometer hoch sein, das spielt dann keine Rolle. Wenn die 20, 30 Kilometer hoch wird, dann hätten wir alle ein Problem damit. Also eine Aschewolke, die bricht teilweise unter ihrem eigenen Gewicht zusammen, bildet dann eine Glutlawine oder eine Glutwolke. Das ist das Material, das Herculaneum und Pompeji verschüttet hat, das Plinius der Ältere beschrieben hat. Also, da ist auch nichts anderes im Gange. Eine spontane Druckentlastung, es kommt zur Entmischung des Gases aus der Flüssigkeit, aus dem Magma heraus und wir bekommen als Ergebnis eine solche Wolke. Und die können ganz schön zerstörerisch sein, wie hier eine Aufnahme von einem Vulkan auf den kleinen Antillen zeigt. Die sind heiß. Die sind heiß in dem Fall. Die können so 700, 800 Grad. Also wer da reinkommt, der kann hinterher nichts mehr drüber erzählen. So, gut. Jetzt bin ich am Ende dieses theoretischen Teils. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Beim Weißbier haben wir es zu tun mit unterschiedlichen Strömungszuständen des Wassers. Und wir haben es zu tun mit der Entmischung von Flüssigkeit und Gas. Und nun muss ich Ihnen sagen, das können Sie auch wieder beobachten. Wenn Sie den Wasserhahn zu Hause auch nur ein winziges bisschen öffnen, dann strömt das Wasser schon nicht mehr laminar unterkritisch. Also da reicht schon die Reibung an den Wänden der Wasserleitung, dass das turbulent wird. Turbulent. Und das wird natürlich ganz besonders deutlich, wenn wir aus einer Sprudelflasche einschenken in ein Glas. Es kommt zur spontanen Druckentlastung und damit zur Entgasung. Und genau diesen Prozess, den kriegen die allermeisten Leute beim Einschenken von Weißbier intuitiv in den Griff. Das ist überhaupt kein Problem. Also da herrscht Kompetenz im Saal und ich maße mir nicht an, jemand zu zeigen, wie man das richtig oder falsch macht. Ich erkläre Ihnen ja, wie gesagt, nur die Hintergründe. So, jetzt machen wir aber endlich Schluss mit diesem allgemeinen Gelaber hier. Entschuldigung, jetzt habe ich mal wieder auf den falschen Knopf gedrückt, aber das kann man alles wieder gut machen. So, also jetzt geht's ans Ernsthafte. Jetzt nehmen wir also ein Glas und der Unerfahrene, der hier ganz sicher nicht im Saal ist, oder die Unerfahrene, und ich nehme deswegen auch ein billiges Bier, der macht erstens mal, ich sage jetzt einfach der, der macht das Glas nicht nass. Das Glas nicht nass. Und dann denken die, das kann man einschenken wie Coca-Cola. Ich muss das Ding in Sicherheit bringen. Hier, also hier so gedanklich Träge in süßen Joghurt rühren und das wird schon gut gehen. Und da schauen Sie, was passiert. Das gibt also einen solchen Vulkan, spontane Entmischung, das pflanzt sich adiabatisch nach unten hin fort. Es hat, naja, das ist jetzt wirklich kein Kunststück, sowas zu produzieren, sowas Sauerei. Also das sollte man besser nicht tun. Vor allen Dingen bleibt ja dann doch immer hinterher ein bisschen Hefe da drin. Also das ist nicht unbedingt die beste Lösung. Was können wir machen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen? Hier habe ich das Glas hingestellt. So, man muss also versuchen, um diese Geschichte mit Strömungszustand und mit der Entgasung in den Griff zu kriegen. Und Sie wissen ja jetzt, laminar unterkritisch geht
Technologisch ja, aber in der Natur so gut wie nicht. Also wenn ich dir schon ein bisschen das laufen lasse, dann wird es bereits turbulent unterkritisch. Und was wir halt versuchen müssen, ist keinen turbulent überkritischen Strömungszustand zu erzeugen. Wir lassen das jetzt einfach reinlaufen, hier mit leicht genau, und jetzt habe ich natürlich prompt vergessen, vor lauter Aufregung, ich hätte das Glas nass machen müssen, aber es geht auch mit dem trockenen Glas. Das ist einfach, um den Benetzungswiderstand am Rand etwas zu minimieren. Also wir gehen da rein mit dem Ding und jetzt einfach so mit Geduld nicht überkritisch werden lassen, bis wir etwa noch einen Zentimeter Restbier da drin haben. Und das sind jetzt die guten Dinge drin, nämlich die Hefe. Das sind einzellige Pilze mit einer Größe so von 5 bis 10 Mikrometer. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Also einzellige Pilze und die bilden da unten einen Schlamm. Und nun gibt es ein Naturgesetz, das besagt, dass wir, um einen Schlamm in Suspension zu bringen, mindestens oder fast ebenso viel Energie reinstecken müssen, wie wenn wir Kieselsteine, also grobe Gerölle, bewegen wollen. Das hat ein Herr Hjulström in den 30er Jahren schon entdeckt im Rahmen seiner Doktorarbeit oder das mal so nebenher ein Naturgesetz rausgekriegt. Also da ist ein feiner Schlamm drin, den kriegen wir nur mit einem turbulent überkritischen Strömungszustand in Suspension. Es nützt nichts, wenn wir hier so ausgeglichen hier, ja, es wird schon alles gut werden. Wenn denn endlich alles im Gleichgewicht wäre, ja scheiße, Herr Eisele. Turbulent überkritische Strömungsverhältnisse und dann machen Sie einfach so, wumm. Ja? Und wichtig ist, am Ende die Turbulenzbremse reinhauen. Wenn wir nämlich das im freien Fall tun würden, dann hätten wir sofort wieder den Effekt von vorher, dass es rausschäumt wie verrückt. Also, wir kippen die Hefe da rein und der Flaschenhals sollte dann in dem Moment den Schaum berühren, damit das, was da drin strömt, nicht turbulent überkritisch wird, sodass es zur exzessiven Entgasung kommt. Wir wollen ja das Gas hier auch nachher mit wohltönenden Rülpsern wieder ans Tageslicht befördern. Und Sie sehen, die Hefe sinkt jetzt arschbombig nach unten. Es ist wirklich schön zu sehen. Also das wäre so die Art und Weise, wie man Weißbier mit Erfolg, ich sage jetzt nicht richtig oder falsch, mit Erfolg einschenken kann. Es gibt da auch noch andere Methoden. Da mache ich jetzt aber vorsichtshalber nass, weil nicht, dass es noch schief geht. Da gibt es Spezialisten, die machen dann Folgendes. Da nehme ich wieder so ein Billigbier dazu. Die kippen das sofort rein. Hier, zack. Und jetzt, sobald der Flüssigkeitspegel ansteigt, sofort die Turbulenzbremse reinhauen. Also sofort mit dem Flaschenhals da reingehen und dann können wir das so nach oben ziehen und so auch die Schaumbildung steuern, bis es schließlich auch den oberen Rand erreicht. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass wir jetzt jede Menge Schaum schon in der Flasche drin haben. Das heißt, wir kriegen hier die Hefesuspension, diese Hefepilze, die kriegen wir kaum mehr aufgeschüttelt. Und das ist ja das, was das Bier wohlschmeckend macht. Also das wäre jetzt so die andere Methode. Beide Methoden gehen. Und im Grunde genommen, allzu viel mehr gibt es zu diesem Thema auch nicht zu sagen. Also ich stelle mich jetzt hier Ihren erbitterten Fragen, wenn Sie möchten. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Aber im Grunde genommen, gut, wir können noch ein bisschen weiter üben hier gemeinsam. Aber das Wichtigste ist gesagt,
wie im wirklichen Leben turbulent überkritische Strömungszustände vermeiden. Wenn es hier rausschäumt, wenn wir Wut bekommen oder irgendwie, ja, es ist immer eine Frage des Einschenkens. Wenn einem ordentlich eingeschenkt wird, jetzt im moralischen Sinne, dann kommt es leicht zur Entmischung von Gefühlen und vom übrigen Substrat und dann kommt es zum Überschäumen und dann kommt es raus und dann haben wir eine Riesensauerei. Das ist im wirklichen Leben genauso. Also es empfiehlt sich schon, die Strömungszustände auch im wirklichen Leben zu beachten, wenn man die ganz großen Konflikte vermeiden will. Und die sind ja meistens, wie wir alle sehr gut wissen, für die Katz. Also es ist lieber, es ist besser, sich hier immer wieder das Beispiel der Strömungszustände vor Augen zu rufen. Dann geht die ganze Geschichte doch möglicherweise etwas ruhiger ab. Ich wurde gebeten, einen Vortrag zu machen, der nicht länger dauert als eine halbe Stunde. Mit der Viertelstunde Einführung bin ich eigentlich ganz gut dabei. Wenn ich jetzt den Applaus addiere, wie das bei Poetry Slam normalerweise als Erfolgsmaßstab gilt, dann haben Sie gewonnen. Bevor jetzt die kritischen, die über- und die unterkritischen Fragen kommen, habe ich noch eine. Der Trick mit dem Wasser, den haben Sie nicht erklärt, oder? Welchen Trick mit Wasser? Warum tauchen Sie das eine? Den Benetzungswiderstand zu brechen. Wenn das Glas furztrocken ist, dann kann es Ihnen passieren, dass es sofort rausschäumt. Besonders, wenn das Bier nicht richtig, richtig kalt ist. Wenn das Bier warm ist und das Glas trocken ist, dann kriegen Sie es kaum rein. Oder Sie stehen vielleicht eine Viertelstunde da, bis es schließlich mal drin ist. Und Weißbier muss man sofort trinken. Das darf nicht warm werden. Also besser macht Laminat. Nein, es hilft dabei, hier, wenn man den Hauptinhalt der Flasche reinschinkt, die Geschichte so wenig turbulent wie irgendwie, wir kriegen es nicht hin. Also es ist immer turbulent, aber so wenig wie möglich. Das ist der Trick bei der Geschichte. Und da erleichtert es einfach, wenn man das Glas vorher nass macht, dann fließt die Geschichte besser, ruhiger. So, wir haben die Methode kennengelernt. Gibt es Widerspruch? Gibt es andere Spezialisten im Raum, die sich trauen, entgegen Seifried anzutreten? Das sehe ich jetzt aber nicht als den Sinn eines Experimentalabends gegen mich anzudrehen. Ja, das wäre ja unfair. Und zwar, ich mache das immer so, dass ich die Hefe löse, bevor ich die Flasche aufmache. Ich nehme also das komplette Volumen des Flascheninhalts zum Nutzen, indem ich die Flasche dann langsam drehe, mit dem Flaschenboden nach oben, um die Hefe schon in der kompletten Flüssigkeit zu lösen, weil so wie Sie das jetzt gemacht haben, keine Kritik, aber dann bleibt relativ viel Hefe in dem Schaum hängen. Und ich möchte die Hefe im Trinken nachher am liebsten in der Flüssigkeit oder zumindest gleichmäßig im Schaum und in der Flüssigkeit gelöst haben und nicht im Schaum, der nachher schon oben aufsteht. Ja, aber ich... Trinkt. Ja. Man trinkt dann die konzentrierte Hefe erstmal mit dem Schaum runter und das dauert ja ein bisschen selbst. Und wenn ich aber jetzt großen Durst habe, dann möchte ich natürlich gleich trinken und nicht erschwappen, bis jetzt die Hefe aus dem Schaum runterzieht. Einverstanden. Also ist auch eine Methode und ich will absolut nicht sagen, welche Methode besser ist. Nur, ich gebe einen kleinen Hinweis, die Nase trinkt auch mit. Und der Duft der Hefe ist ein wesentlicher Bestandteil des Weißbiers. Und ich will das obendrauf haben mit dem Schaum. Und dann sinkt es sehr schön arschbombig nach unten. Und das ist ein sinnliches Vergnügen. Und das möchte ich nicht missen. Leichtsinn, dass ich sofort gleich trinken möchte. Ja, also ich verstehe sehr gut, dass es manchmal furchtbar pressiert. Aber
Ein Aspekt fehlt mir noch. Ich habe eine Hefeweizen, die ich zünftig bestellt habe, und ich kriege es in so einem Glas. Das geht ja irgendwie gar nicht. Wie hängt Glas und Einschenken und der Genuss so weiß wie zusammen? Eigentlich geht alles. Nein, das ist immer bloß eine Frage vom Durst. Und ich meine, was absolut oberscheißlich schmeckt, ist Bier aus Plastikgläser. Das, also Polyethylen und Bier, das geht einfach nicht. Ansonsten stimme ich Ihnen zu. Die Form des Glases hat im Wesentlichen einen ästhetischen Gesichtspunkt. Hier konzentriert sich das Ganze ein bisschen mehr, vor allen Dingen hier geht ein mitteleuropäischer Zinken rein in die Öffnung des Weißbierglases und das muss einfach sein, weil die Nase trinkt mit. Das kann es nicht viel Essen sein, oder? Sie haben ja bestimmt schon mehrere Weißbier-Tests da mit diesen Weißbieren durchgeführt. Welches hat sich denn sozusagen von der, man kann es natürlich ästhetisch sehen, man kann es aber auch naturwissenschaftlich sehen, ich habe zum Beispiel der meiste Schaum oder der schönste Schaum produziert in Fidelis. Also das mit dem schönsten und meisten Schaum, ich hab's gern, mein Gott, jetzt ist er zusammengefallen, aber ich hab's gern so 4 Zentimeter dick und durch dieses turbulent überkritische Aufschütteln am Ende kriegen Sie den Schaum unten feinporig und oben grobporig. Und dann schwimmt da noch ein Häubchen von Hefe oben drauf. Dann muss ich einfach sagen, also es gibt so Weißbier, bitte ersparen Sie mir es jetzt, einzelne Sorten zu nennen, weil das möchte ich hier lieber nicht machen. Ich habe ja vorher da schon tief reingefasst. Aber je mehr Hefe, desto besser. Und es gibt schon so Hefeweißbiere, das eine kommt da, wo der Münchner Flughafen ist, da ist ja fast keine Hefe drin. Das kann man ja wirklich in der Pfeife rauchen. Das ist einfach nur schrecklich. Ich habe persönlich so meine Wallfahrtsorte, was Bier anbetrifft, am Staffelsee. Und da gibt es eine Brauerei, die macht, also das ist eine reine Hefesuspension. Und wenn das richtig, wenn das warm ist, schmeckt es grauhaft. Aber wenn das richtig kalt ist, dann ist das der Himmel auf Erden. Gibt es einschenkungstechnisch Unterschiede zwischen alkoholfreiem Weißbier und alkoholhaltigem Weißbier? Da dürfen Sie mich nicht fragen. Weil lieber trinke gar nichts. Als alkoholfrei ist. Also das ist irgendwie, das geht nicht. Aber ich habe vorher die Wirtin gefragt, hier bei der Vorbereitung, und die sagte mir keinen Unterschied. Und die hat ja Erfahrung. Also die blickt auf viele, viele Tausende von Einschenkvorgängen zurück. Die sagte, da gibt es keinen Unterschied. Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Kristallweizen, das mag ich immer nicht. Gibt es da Unterschiede zwischen Kristall- und Hefeweizen? Also wisse, Kristallweizen, das ist Bier vom Manta-Fahrer. Das zählt für mich, also bitte fassen Sie es nicht als Afro, das zählt für mich zu den nicht trinkbaren Getränken. Ich kann mich noch erinnern, ich war 6 Jahre in Berlin Assistent an der TU und das waren so die späten 70er, frühe 80er und da gab es nichts anderes außer dieser unsäglichen Plörre und dann noch so ein Zitronen, wenn ich Zitronensaft will, dann bestelle ich einen Zitronensaft, den will ich doch nicht im Bier haben. Es war einfach eine einzige Qual damals in Berlin zu leben, weil es einfach kein anständiges Bier gab, das gab es halt damals nicht. Also ich habe keine Erfahrung damit, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme fast an, es schäumt sogar noch ein bisschen mehr.
Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich das seit mindestens 30 Jahren nicht mehr getrunken habe. Wie funktioniert denn bitte Hefe aus dem Fass? Also meine Erfahrung ist, gerade diese Brauerei, die ich vorher zitiert habe, da unten am Staffelsee, die diese wundervolle Hefesuspension produziert, wenn das aus dem Fass kommt, ist nicht so viel Hefe drin, da bleibt immer unten ein Bodensatz drin, der kommt nicht wirklich raus. Also von daher ziehe ich eigentlich fast Flaschen vor, besonders die mit Flaschengärung, weil da weiß ich, unten ist genau das drin, was ich haben möchte. Und wenn ich mir dann Mühe gebe mit dem Aufschütteln, mit einem finalen, turbulent überkritischen Strömungszustand, habe ich den auch im Glas drin. Also von daher denke ich, der Unterschied ist meistens, es schmeckt flacher aus dem Fass, weil nicht genügend Hefe drin ist. Da bleibt irgendwie doch ziemlich viel im Fass drin hängen. Weil das sinkt ja relativ schnell zu Boden ab, um das wieder in Suspension zu bringen, da müssten wir das Fass schütteln und das wäre katastrophal. Das würde nicht funktionieren. Ja, was sagen Sie denn zu dem Missbrauch des Reiskorns und dem Bier? Naja, in der Not. Also ich halte da überhaupt nichts davon. Ich meine, ich habe ja 6 Jahre in Mittelamerika gelebt. Dort gab es eine Brauerei mit einem deutschen Braumeister. Der hat für uns sogar mal für uns durstige Seelen ein Hefeweißbier gebraut, weil wir waren natürlich richtig untersättigt in Bezug auf Bier. Und das ganze Bier dort wird auf der Grundlage von Reis gebraut und was da sonst noch so alles reinkommt. Also ich meine, ja, wenn man arg Durst hat und wenn es heiß ist und so, dann trinkt man halt das Zeug. Aber das hat dem Bier nichts verloren. Also sorry. Ich weiß nicht, war die Frage damit beantwortet? Hab ich richtig verstanden? Reis. Ach jetzt, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Dann bitte ich um Entschuldigung. Ja gut, das wäre dann sozusagen der Kondensationskeim für die Kohlensäure. Meistens ist das Bier schneller leer, als bis das Reiskorn da schließlich irgendwo unter Ohr kommt. Und das driftet ja die ganze Zeit, da heften sich ja die Bläschen fest, das sinkt ja nicht gleich runter, das driftet irgendwie so mehr oder weniger chaotisch rum. Meistens ist das Bier vorher leer. Ja, ich habe jetzt zum einen mal eine Frage, weil wir so lange über frisches, kaltes Bier gesprochen haben. Und es stehen auch noch 2 Gläser unbenutzt auf der Bühne rum, im Scheinwerferlicht. Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, dass die warm werden. Das war eh Billigbier. Zum anderen stand am Anfang irgendwas, dass Sie Planetologie studiert hätten, oder war das ein Schreibfehler, weil angekündigt worden ist, ein bisschen Paläontologie studiert oder unterrichten oder haben doziert in Paläontologie und Geologie. Naja, gut. Also, am Anfang war die Paläontologie. Den ersten Ruf habe ich bekommen für Paläontologie. Dann kam Sedimentologie und dann allgemeine und angewandte und historische und so weiter. Und als die Uni in Stuttgart dann die geowissenschaftlichen Studiengänge geschlossen hat, da waren wir aber schon ziemlich tief drin in der Vorbereitung von planetologischen Lehrveranstaltungen, weil das halt in die Luft- und Raumfahrttechnik besser reingepasst hat. Und ein Geologe, für den ist es kein Problem, ob Erde oder Mars, ist ja eigentlich wurscht. Naja, weil die Fernerkundungsdaten vom Mars, die sind heute so gut, die sind so wunderbar, dass man da Geologie machen kann, als ob man dort wäre. Nicht ganz so, aber fast. Und es bot sich damals an, und das war für uns so ein bisschen Rettungsanker. Wir haben dann dem Rektor vorgeschlagen, dass wir gerne weitermachen würden als Planetologie. Und das war dann aber an meine Stelle gebunden. Also jetzt bin ich seit Oktober im Ruhestand und jetzt wird der Laden dann langsam out. Es geht noch 2 Jahre weiter und so. Aber ein Geologe kann sehr wohl auch Planetologe sein. Der muss halt entsprechend noch ein bisschen was dazulernen. Das haben wir damals gemacht.
Sie wollten dieses Bier haben, oder? Wenn wir schon über die Temperatur von einem Bier sprechen, gibt es denn eine optimale Einschenktemperatur oder anders gefragt, kann man unterscheiden, ja, die Einflussgeschwindigkeit oder wenn das Bier unterschiedlich temperiert ist, gibt es dann eine optimal andere Einschenkgeschwindigkeit? Also am besten sind 5 Grad. 7 gehen Grad noch, 5 sind am besten. Weil das Wasser hat seine größte Dichte bei 4 Grad. In den Tiefen der Ozeane ist das Wasser nicht umsonst so um die 4 Grad warm. Und das hat sich aber, muss ich sagen, empirisch bewährt. So, das ist die beste Temperatur. Wenn ich jetzt anfange einzuschenken und komme aus Versehen in diesen überkritisch turbulenten Zustand, kann ich das abbrechen? Und, oder was kann ich machen, um das Ganze noch zu retten oder einfach in dem Augenblick, wo der Schaum oben ist, kriegen Sie es nicht mehr in den Griff. Sie können die Turbulenzbremse, also das heißt die Flasche rein mit der Mündung bis an den Schaum ran und noch ein bisschen tiefer, dann strömt es innerhalb des Schaumes, fängt es dann an weniger turbulent zu strömen und dadurch kriegen Sie die Schaumentwicklung wieder in den Griff. Also das können Sie steuern, aber in dem Augenblick, wo der Schaum mal übers Glas drüber geht, dann ist die Sauerei perfekt. Da ist nichts mehr zu machen. Hier schon mal eine Frage, und zwar, welchen Einfluss hat der Luftdruck auf das Schäumverhalten? Hier, das ist genau. Weil dann wird man ja im Zweifel, wenn man überläuft, das Ganze aus dem Luftdruck schieben. Ja, schlechter Luftdruck, Schäumverhalten schärfen, ne? Ja, ich habe auch schon Bier auf dem Altiplano in Bolivien getrunken und da ist der Luftdruck ja wirklich gering, aber ich meine, dort gibt es kein Hefeweißbier, von daher da gibt es allenfalls Bier. Von daher verfüge ich nicht über die notwendige Erfahrung. Aber Sie sollten immer bedenken, dass selbst es hat einen Einfluss, nämlich Sie kennen alle diese alten Uhren, den Regulator. Ich habe also zu Hause noch einen von meinen Großeltern, noch einen an der Wand. Und die gehen ungenau, wenn sich der Luftdruck ändert. Weil das Pendel, wenn das schwingt, wenn die Luft dicker ist, wenn der Luftdruck steigt, ist der Widerstand des Pendels in der Luft größer. Dann geht die Uhr langsamer. Und wenn der Luftdruck fällt, ist die Luft dünner. Und dann geht das Pendel schneller. Und da gibt es raffinierte Uhren, die haben dann sogar eine Pendelverlängerung da drin, die über eine barometrische Druckdose geht. Also einen Einfluss gibt es ganz sicher, aber ich konnte den nur weder numerisch noch empirisch bisher nachvollziehen. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass bei schlechtem Wetter die Zeit langsamer geht. Also vielleicht habe ich alles erklärt. Wenn man jetzt von Anfang an immer Bier richtig ausschenkt, ist ja, drängt sich ja eine technische Frage auf, wie kriegt denn der Brauer denn das Bier in die Flasche, ohne dass es überschäumt? Weil so viel Zeit hat er ja nicht. Das wird ja unter Druck abgefüllt. Aha. Das wird ja unter Druck abgefüllt. Und bei vielen Bieren haben wir ja Flaschengärung. Das heißt, da baut sich der richtige Druck erst später auf. Also bei den anständigen Bieren. Will sich eigentlich keine Frau mal äußern? Ist das ein Männerthema? Anscheinend. Als Planetologe beschäftigen Sie sicherlich auch mit der anstehenden oder bald anstehenden Reise zum Mars. Jetzt sollte man uns überlegt, wer soll denn dorthin fahren und wie macht er das mit seinem Weißbier? Jetzt haben wir mal der Schwabe, bewirbt sich als Astronaut für so eine Reise. Sind Sie in Ihren Forschungen schon dabei, ein weltraumtaugliches Weißbier zu entwickeln? Weil das steht jetzt doch unmittelbar auf der Tagesordnung für die Planetologen. Glauben Sie ernsthaft, ich würde auf den Mars fliegen? Naja, schon, aber mein selber Schuld, muss man bloß sagen, da oben, da gibt es ja nur ein Sechstel der Schwerebeschleunigung wie hier auf der Erde. Sie fangen ja sofort auseinander zu gehen wie im Pudding.
auf dem Mars. Ich meine, wer seine Sinne beieinander hat, auf den Mars zu gehen, halte ich also doch für sehr abenteuerlich. Es ist wesentlich preiswerter, dort Maschinen hinzuschicken, die die nötigen Untersuchungen dort machen. Sie sehen ja, mit den Rovern, das geht wunderbar. Wir kriegen tolle Analysen, alles Mögliche. Also, was Menschen dort sollen. Aber das ist da, bei den Amis, da kommt ja immer noch so ein bisschen anderes Thema dazu. Da ist ja immer so unterschwelliges Gottesgeschwurbel dabei. Und irgendwie haben die auf eine verschrobene Art und Weise sind die der Meinung, wenn man dort einen auch noch so winzigen Hinweis auf Leben finden würde, dann wäre das der Beweis für weiß der Geier, weil ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich finde es billiger, wenn man Maschinen dorthin schickt. Ja, und da wurde das Thema Frauen angesprochen. Also Frauen und Weißbier ist wirklich ein Problem. Und ich denke, das ist einfach ein Versäumnis der Väter, die eine wichtige erzieherische Maßnahme nicht ergriffen haben. Und vor allen Dingen, es ist auch eine schlechte Sozialisierung mit schlechtem Bier, weil wenn man einmal in der Jugend, wo man sowieso sehr empfindlich ist, schlechtes Bier vorgesetzt kriegt, da will man nie wieder Bier. Ja, und da liegt das Problem drin. Ich glaube, da sind die Väter gefragt, die ihren Töchtern, die sollten die behutsam daran führen. Und wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht, da kann man nichts machen. Aber man kann da schon das eine oder andere tun. Ich bin der Meinung, dass es einen anderen Grund hat, Frauen und Hefeweißbier, das ist das andere Gerücht, nämlich, dass man davon einen Ranzen kriegt. Dass man? Dass man davon einen Ranzen kriegt. Und das kann ja nicht sein, wenn man sie zum Beispiel anguckt, ich muss es ein Gerücht sein. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich einen Ranzen, wenn ich nie etwas da hätte. Weil ich mag Bier und ja, gut, also, aber man wird doch nicht wirklich dick. Dick wird man von dem Zeug, was man so zwischendurch fespert. So alles Mögliche, völlig chaotisch und immer süßes Zeugs und so. Da wird man dick davor. Aber von Hefe, Weißbier in Maßen genossen, das Bier ist ein Grundnahrungsmittel. Und vor allen Dingen, die Hefe ist gut für den Teng. Von mir eingeschenkt oder wie oder was? Ja gut, also. Dann gibt es sogar noch hier ein richtiges. Das geht auch, wie es Katze machen. Und jetzt wird der turbulent überkritische Strömungszustand hergestellt, damit ich diese einzelligen Pilze in Suspension bekomme. 5 bis 10 Mikrometer. Und nein damit. So, bitteschön. Sinkt arschbombig nach unten. Das Bier war doch jetzt nicht von der speziellen Brauerei, die Sie angesprochen haben, oder? Ja, aber ja, schon, klar, ich weiß schon, was ich will. Und die Sturger der Bier, die zählen nicht dazu. Aber bitte ersparen Sie es mir, weil ich nachher im persönlichen Gespräch sage ich Ihnen gern, welches Bier gut schmeckt und welches nicht. Wobei auch da die Geschmäcker, ich meine, die sind verschieden. Also das muss man auch mal sehen. Das war mit Abstand die lebhafteste Diskussion, die wir je hatten. Kennen Sie sich auch den Wein aus? Wo? Ja.
für mich eine geniale Verbindung von allem dem, was Wissenschaft ausmacht. Auf der einen Seite die knallharte Theorie, es geht um Laminar, es geht um Turbulenz, es geht um unterkritisch und überkritisch, überkritisch zeichnet Wissenschaft ja aus. Und auf der anderen Seite die Empirie, die durch nichts zu ersetzen ist, versuchsreihen, endlose Versuche, nur das doch vergegenwärtig ist, eine unglaubliche Erfahrung, die letztendlich Wissenschaft erlebbar macht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen, bei Ihnen sowieso fürs Einschenken, und ich würde mir wünschen, dass wir uns hier bei einem Bier gelegentlich wieder treffen. Dankeschön.